Ich bin hier, um einen Vortrag anzukündigen. Mir wurde gesagt, der ist gut. Es sollten sehr viele Leute sich den angucken. Genau. Und es geht um CubesOS. Und da bist du da, um uns zu erklären, was das ist. Da freue ich mich. Los geht's. Herzlichen Dank. Okay, das danke, ist danke. Ja, herzlich willkommen hier zum CubesOS-Vortrag. Wer hat denn schon mal mit CubesOS von euch mal ausprobiert oder damit gearbeitet? Ah, zumindest schon mal einer. Okay. Ich hatte auch so als Untertitel dafür mal genannt, CubesOS so aus Anwendersicht. Also ich bin jetzt nicht tief drin in der Entwicklung von Cubes oder sehr tief in den Details drin. Es ist wirklich so, meine Anwendersicht, wo ich jetzt mit, naja, ungefähr knapp einem Jahr mit CubesOS arbeite. Genau. Ich habe mir ja mal erlaubt, das Logo hier zu manipulieren, Patch über, als Untertitel jetzt der Patch für, ja, euren Computer. Jetzt sind da so ein paar Logos von anderen alternativen Betriebssystemen zu finden. Es geht jetzt weniger gegen die Betriebssysteme, sondern wirklich um das Prinzip, was wir haben. Also man hätte auch einen Computer dahinter markieren können. Das war der Anliegen der eigentliche ursprüngliche Folie, Reasonably Secure Operating System. Ganz vernünftig sicher war mal so der Titel dazu. Und ich glaube, das passt auch. Und ich hoffe, ich kann euch das so ein bisschen auch erläutern, warum das so ist und wie das so ist. Ja, wir haben noch viel Platz hier. Okay, ich würde anfangen mit also die Agenda. Das erste Thema wäre so: Was haben wir denn für ein Problem mit dem Betriebssystem heute? Warum wir uns überhaupt über CubesOS Gedanken machen. Dann, was CubesOS ist, wie es hergehen möchte und die Probleme lösen möchte. Dann ein paar Sachen zu der Architektur. Fand ich immer ganz gut, den Hintergrund zu verstehen, wie das funktioniert. Ich gucke mal, dass ich ein paar Beispiele mache. Ich hätte was, wo auch Internet nötig wäre. Funktioniert im Prinzip, aber vielleicht ein bisschen langsam für die Beispiele. Ich muss mal gucken. Ein paar werden funktionieren. Dann so ein paar Hinweise, wie ich Cubes gerade nutze. Ein paar Verweise auf die Dokumentation und Links. Ja, dann hätten wir es durch. Das Problem mit normalen Betriebssystemen. Zum Teil keine freie Software. Also klar, das zielt ab auf Windows, macOS. Wer Linux nutzt, hat natürlich freie Software. CubesOS auf jeden Fall ist auch freie Software. Vertrauenswürdigkeit. Gerade bei kommerziellen Systemen habe ich ja, weiß ich nicht, wie weit ich denen vertrauen kann. Ich habe Closed Source Software und ich muss einfach darauf vertrauen, dass sie das macht, was sie behaupten und mir nicht viel und mir keine Hintertüren einbaut in geschlossener Software. Vertrauenswürdigkeit aber nicht nur dem Betriebssystem gegenüber, sondern Vertrauenswürdigkeit auch gegenüber den Anwendungen, die ich fahre. Auch da installiere ich eine ganze Reihe von Software auf meinem Rechner und ich weiß nicht immer, ob ich dieser Anwendung richtig vertrauen kann. Also da ist es vielleicht manchmal ganz interessant zu gucken, ob ich die nicht doch ja, ein bisschen sicherer betreiben kann. Wichtige Daten, ne, auf meinem Rechner, man hat irgendwie alles Mögliche drauf. Ich habe da meine Musik, die ich irgendwo runtergeladen habe. Ich habe mal was zum Spielen drauf. Ich habe aber auch vielleicht meine persönlichen Daten drauf, meine Kontoauszüge vielleicht, Fotos und solche Sachen. Und das alles ist in einem System mit zusammen vielleicht nicht vertrauenswürdiger Software. Dann habe ich das Problem mit Malware, was wir, ja, ich glaube, wir passen alle auf. Nichtsdestotrotz, wer weiß, wo es wieder einen Zero Day gibt, wo es einen Drive-by-Download gibt, ob dann vielleicht der Thunderbird oder mein Mail-Client, der Mail-Client meiner Wahl vielleicht doch eine Lücke hat und dann ein Virus sich doch einschleicht und mein ganzes System kompromittieren kann. USB-Devices, auch ein Problem. Ich stecke einen Memory-Stick an und dachte, ja, ich kriege jetzt irgendwelche, hat mir jemand gegeben, kriege ich irgendwelche Sachen drauf und was ist? Ist irgendwie ein versteckter Rubber-Ducky und die Tastatur wird hops genommen und er kann darüber gleich was einschleusen. Also USB-Geräte anschließen, auch immer so ein bisschen problematisch. Was ist CubesOS? Sicherheitsorientiertes Betriebssystem, das ja, offensichtlich
Free and Open Source Software komplett. Und das versucht, die gerade genannten Themen durch Kompartmentalisierung einzugrenzen, diese Probleme, die dahinter hängen. Das Ding wird, wenn ich jetzt von Cubes rede, ist das dieses Compartment, ist aber im Prinzip das gleiche, wie man auch eine virtuelle Maschine nennen würde oder auch eine Domäne nennen würde, also je nach Virtualisierung. Das ist jetzt immer so, der Begriff wird alternativ jetzt verwendet. Also ob jetzt Cubes, VM, Domäne, ist eigentlich immer das gleiche. Die Grundlagen für CubesOS ist Xen Hypervisor unten drunter und dann Linux als Betriebssystem oder Systeme. Wie möchte CubesOS die Probleme lösen? Ja, wie ich schon sagte, Virtualisierung für die Daten. Ich habe mehrere Cubes, die ich einsetzen kann und die werden farblich markiert. Das kann ich entscheiden, wie die Farben sind. Das ist nicht streng vorgegeben. Ich kann sagen, wie die Farben sind. Und typischerweise ist so rot das Gefährliche, untrusted. Und dann gibt es braun, blau ist vielleicht das ganz Sichere, wo ich sage, vielleicht auch sogar gar keine Netzwerkverbindung dran. So kann ich das auch gleich sehen. Und wie man hier sieht, der Fensterrahmen ist gelb. Das ist auch kein Zufall. Also das sieht man schon. Das ist ein Cubes, was hier läuft. Da läuft das LibreOffice drin. Und der gelbe Fensterrahmen sagt mir, okay, das ist so mittlere Vertrauensstufe. Per Definition. Also ihr könnt das farblich auch anders definieren. Genau, meine Daten kommen je Vertrauensstufe in einen eigenen Cube. Also ganz sensible Daten kann ich woanders hin tun. Ich kann aber auch für Projekte Sachen woanders hin tun oder geschäftliche Daten in einen anderen Cube tun und kann so eine Trennung von persönlichen und geschäftlichen Sachen erreichen. Dann Betriebssystem. Also klassischerweise kommt ein Fedora, wird mit ausgeliefert und ein Debian. Fedora ist so das, was Cubes in erster Linie nutzt. Und da reduziert man sich im Wesentlichen auf die vertrauenswürdigen Repositories. Aber ich kann auch darüber andere Varianten finden, da komme ich aber auch nochmal zu. Kritische Programme kann ich dann auch in eigene Cubes reinstecken, wo ich sage, okay, ich möchte das mal ausprobieren. Ich weiß nicht, was da genau drin steckt. Ich weiß nicht, ob das Programm so sauber funktioniert. Vielleicht vertraue ich dem auch nicht. Das ist relativ problemlos, dann so ein Programm in einem eigenen Cube reinzubauen. Und USB-Devices werden auch nicht automatisch genutzt. USB-Geräte werden einem eigenen Cube zugeordnet. Also sie werden schon angemeldet, sie sind da. Und ich kann dann sagen, ich möchte dieses USB-Gerät jetzt wiederum einem neuen Cube weiterleiten, wenn ich sicher bin, dass das Gerät in Ordnung ist. Und auch Netzwerkverbindungen werden auch nicht sofort, also ist nicht transparent. Mein Cube hat keinen transparenten Zugang zum Netz, sondern es gibt wiederum eine eigene virtuelle Maschine, die die Netzwerkverbindung entgegennimmt und dann über NAT typischerweise weiterleitet. Aber auch da habe ich noch weitere Möglichkeiten, auf die wir weiter nachher nochmal drauf kommen. Ja, genau. Alternative Möglichkeiten. Ich kann mir also auch ein VPN in einen eigenen Cube reinbauen. Ich kann mir eine Firewall in meinen Cube reinbauen. Ich kann einen eigenen Cube dafür bauen. Es gibt einfache Firewall-Regeln für meinen Cube, wo ich das ganz gut abschotten kann. Ah, okay. Und der Window Manager, den man jetzt sieht, ist nicht kompromittierbar. Ihr seht, das ist der Vollbildmodus. Wie man sieht, ist es kein echter Vollbildmodus. Ich habe immer noch einen Window-Fensterrahmen drumherum. Ich habe immer noch meine Taskleiste oben. Das ist ganz bewusst so gemacht, dass kein Programm es schafft, sich einfach drüber zu legen, im Vollbildmodus zu gehen und mir irgendwas anderes vorzugaukeln, wo ich vielleicht draufklicken kann. Es gibt wiederum Tricks, wenn ich es explizit möchte, kann ich auch da in den Cubes-Einstellungen was ändern und sagen, das möchte ich jetzt trotzdem im Vollbildmodus haben, aber standardmäßig ist es deaktiviert. Ich habe immer einen Rahmen drum, damit ich weiß, da passiert, das ist abgeschottet. Ja. Gehen wir nochmal jetzt noch ein bisschen mehr auf die Architektur im Detail ein. Xen Hypervisor ist das, was unten drunter liegt, was die ganzen Cubes steuert. Darüber ist der Display Manager, der keinen Netzwerkzugriff hat, der komplett autonom funktioniert, der aus den drunterliegenden VMs die Fenster eigentlich spiegelt in sein System rein und mir anzeigt.
Dann habe ich verschiedene VMs, ich hatte vorhin schon gesagt, die haben verschiedene Farben. Hier sind sie mal dargestellt als grün, gelb und rot und kann darin verschiedene Anwendungen fahren. Hier hat man mal E-Mail und Webbrowsing drin. Und ich kann natürlich auch in zwei verschiedenen VMs jedes Mal einen Firefox starten mit einer anderen Intention, wie und wo ich den benutzen möchte. Netzwerkdomain ist auch getrennt und meine Speicherverwaltung ist auch nochmal getrennt. Jetzt kennt man VMs ja ganz viel so von ja, VMware oder von OpenVirtualBox, wahrscheinlich auch schon mal im Einsatz. Und wenn ich damit viel arbeite, wird es manchmal ein bisschen unhandlich. Und Cubes möchte es mir hier auch eine ganze Ecke leichter machen. Und dafür haben sie so ein paar ja, ganz interessante Mechanismen gebaut. Ich gehe mal auf so verschiedene Varianten ein, wie diese Cubes sich zusammensetzen. Zum einen habe ich die Datenhaltung von meinem Betriebssystem. Das ist erstmal nur die Platte unten, ganz unten, mit meinem Betriebssystem 1. Und dafür habe ich meinen Datenbereich, also auch eine Platte, die gemeldet wird und wo nur meine Daten drauf liegen. Und das zusammen wird gemountet und ich bekomme einen Cube dargestellt, bekomme einen Cube. Der Vorteil ist, wenn ich jetzt einen zweiten Datenbereich haben möchte, also für meine Daten irgendwie woanders hinlegen möchte, ich brauche nicht ein neues Betriebssystem installieren und pflegen, sondern ich kann einfach das gleiche Betriebssystem wieder nehmen und meinen und einen anderen Datenbereich oben drüber legen. Das heißt, ich muss nachher nicht, wie wenn ich das mit klassischen VMs mache, jede VM immer wieder gucken, dass ich Software-Updates fahre. Ich habe das alles in einer drin. Aber das muss nicht so sein, dass ich jetzt ein Betriebssystem für alle meine Cubes habe. Ich kann mir auch einfach ein zweites Betriebssystem installieren und für einen anderen Datenbereich nutzen. Oder ich kann das zweite Betriebssystem auch vielleicht mit Software drauf installieren, der ich jetzt nicht 100% vertraue, die ich gerne nutzen möchte und gebe dann einen eigenen Datenbereich. Auch spannend sind Disposable VMs. Ich weiß nicht, ob man es noch erkennen kann. Hier oben ist eine gestrichelte Linie, hier unten auch. Aber ich kann ein Betriebssystem mit einem Datenbereich starten, der nachher wieder weggeworfen wird. Kennt man manchmal auch von anderen Betriebssystemen, von anderen virtuellen Maschinen, dass sie zwar Daten mounten, aber das nachher wieder wegwerfen, nicht persistieren. Das kann ich ja auch recht leicht machen. Um vielleicht mir ein PDF anzugucken, was irgendwie vielleicht doch auch eine Sicherheitslücke noch drin ist oder Malware drin ist. Und dann stört mich das nicht, wenn ich das mal eben in der eigenen VM starten kann und einfach den Datenbereich wieder wegschmeiße. Und das Betriebssystem, darum auch hier gestrichelt, hatte ich vorhin nicht gesagt, das wird auch nichts persistiert. Also das Betriebssystem, die Platte davon, wir ist unveränderlich. Also auch da kann mir nichts passieren. Ja, aber ich muss das Betriebssystem ja auch irgendwann mal aktualisieren. Dafür, das Betriebssystem nennt sich auch Template VM, also mein Template für die virtuelle Maschine, die ich nutze. Ich kann das direkt starten, ohne einen Datenbereich drüber. Und das nutze ich typischerweise, um da Updates zu fahren. Das kann ich starten und sagen, okay, oder Software zu installieren. Updates fahren ist noch eine Ecke einfacher. Das kann Cube sogar aus dem Menü raus im Hintergrund für mich Updates fahren. Das geht ziemlich einfach. Und was ich aber auch machen kann, wie bei klassischen VMware oder VirtualBox, einfach sagen, ich habe hier einfach ein virtualisiertes Betriebssystem, komplett Daten, Betriebssystem in einem, so wie ihr uns auch kennt. Das kann manchmal auch ganz hilfreich sein, um was auszuprobieren. Ja, das sind so die grundsätzlichen Typen an Daten, an Cubes, die ich hier habe. Genau, das hatte ich, ja, ich hatte es gerade schon erwähnt. Hier sieht man nochmal, dass auf meinem Desktop ich verschiedene Systeme farblich nochmal trenne. Das ist das mit diesen verschiedenen farbigen Fensterrahmen, aus welchen VMs die auch immer kommen. Das heißt, ich habe auch nicht mehr, wenn ich mehrere virtuelle Maschinen starte, habe ich nicht mehr so einen kompletten Desktop da stehen, sondern es wird wirklich das Bild aus der, also wirklich die Anwendung aus der virtuellen Maschine wird gestartet und auf meinen Desktop gebracht. Und ich sehe nicht mehr diese mehrere Startmenüs oder sowas. Das ist mir, das wird alles wie aus einem Guss mir dargestellt.
das ist mal so, wie die Dateisysteme gemountet werden. Ich habe in meiner Application VM, kenne ich typischerweise aus dem Betriebssystem heraus, diese Mounts von Boot, Bin, etc., Library, User. Und die werden read-only gemountet aus meiner App-VM-Image. Und mein Datenbereich, DevXDFXVDA3, das ist Home und Var und auch noch /RW nutzen die, der wird persistent gespeichert, DA2. Auf jeden Fall verhindere ich damit, dass meine Daten, meine Betriebssystemdaten gespeichert werden, aber es liegt nochmal auf diesen Var-Log, kann ich nicht read-only machen. Da möchten Programme reinschreiben, die könnten Probleme kriegen, wenn sie da nicht drauf schreiben können. Also gibt es da schon, ist das schon beschreibbar, aber das ist wieder ein Teil vom Betriebssystem, der wieder discarded wird. Es wird nur beibehalten, was ich wirklich in mein Home-Verzeichnis reinschreibe und in meinen Var. Zu dem Netzwerk. Ich habe eine eigene Domain für mein Netzwerk. Hier steht WLAN, geht natürlich auch Ethernet, das ein Interface nach draußen hat und nach innen ein virtuelles Interface anbietet. Und das kann ich dann direkt, das ist die Maschine nach links unten, direkt mounten. Dann bin ich direkt wieder anmelden und sagen, okay, ich kriege einen direkten Zugriff auf das Netzwerk. Ich kann aber auch VPN einrichten und noch dazwischen schalten und erst über das VPN meine virtuellen Maschinen anbinden. Dabei habe ich auch den Vorteil, je nachdem, wenn ich kommerzielle VPNs nutze, habe ich typischerweise die Möglichkeit, so ein oder zwei Maschinen mit diesem VPN zu verbinden. Wenn ich jetzt meine ganzen VMs ein einzelnes VPN einrichten würde, wäre das blöd, dann hätte ich ganz viel VPN-Lizenzen sozusagen verbraucht. Ich kann das hier wirklich in eine Domain reinbauen, kann da das VPN nehmen und kann das wiederum durchleiten an mehrere virtuelle Maschinen, die sich jetzt das gleiche VPN teilen. Und ich kann auch hingehen und so eine virtuelle Maschine einfach gar kein Netzwerk geben. Ich sage, das ist jetzt zu sensibel, die Daten, die da drauf sind, die sollen gar keinen Internetzugang haben, dann haben die halt gar keine Netzwerk-VM. Was ich auch machen kann, ist für jede virtuelle Maschine eigene Firewalls-Regeln festlegen. Gibt es auch gleich im Cubes UI, recht einfache Regeln und kann damit nochmal einschränken, was die dürfen. Hunix wird auch mit ausgeliefert. Ich weiß nicht, wer Hunix kennt. Hunix gibt es für jede Plattform. Das besteht aus zwei Komponenten, eigentlich einer virtuellen Maschine, die ein Tor-Netzwerk aufbaut und alles torifiziert. Und dahinter habe ich eine Workstation, die sich auch wieder anmeldet. Eigentlich das gleiche Prinzip wie gerade, die sich dann an das an diese Hunix Tor-Gateway anmeldet und mir da nochmal einen geschützten Bereich anbietet. Hunix ist unabhängig von CubesOS, das läuft auf VirtualBox, das kann ich mir für jedes Betriebssystem runterladen, auf dem VirtualBox läuft, aber es passt auch wunderbar mit Xen zusammen und in die ganze Logik von Cubes und wird gleich auch mit ausgeliefert. Backup habe ich meine eigene Folie gegönnt. Das Backup läuft, indem es eine ganze VM sichert. Also ich kann, was standardmäßig mit Cubes ausgeliefert wird. Das ganze VM-Image wird gesichert und das funktioniert auch während des Betriebs. Und das funktioniert dadurch, dass nachdem ich einen Cube beendet habe und bevor ich den nächsten starte, wird ein Snapshot gebildet. Und das Backup läuft immer auf den letzten Snapshot, und sichert das. Das heißt, ich kann weiterarbeiten mit meinem aktuellen Cube und dem sein letzter Stand wird komplett gesichert. Ziemlich handlich, ich habe nie offene Dateien oder sowas, die mir dann dazwischen funken, aber ich habe halt nicht den aktuellsten Stand. Also ich muss das System einmal stoppen, damit ich den Stand, wenn ich was sichern möchte, muss ich das System einmal stoppen, wenn ich bestimmte Daten dann sichern möchte. Nachteil ist, es gibt keine inkrementellen Backups. Es wird immer der komplette Datenbereich gesichert.
je nachdem, wenn man viele Fotos macht, dann ist das schon, dann können sich da schon ein paar Megabytes ansammeln und das könnte schon etwas größer werden. Ja. Aber es gibt eine Planung, dass das mit Borg Backup im nächsten Release gemacht werden soll. Das ist ein Tool, das auch inkrementelle Backups kann, das auch auf die wieder auf die Snapshots zurückgreifen kann. Und das sollte zumindest für große virtuelle Maschinen so ein bisschen das Problem lösen, dass das dann sonst ewig dauert. Also selbst USB 3.0 angeschlossene Platte, wenn ihr viele Daten habt, das kann schon mal echt lange dauern. Was natürlich auch geht, jederzeit ein eigenes Backup-Verfahren einrichten. Also wenn ich in einer virtuellen Maschine jetzt sage, okay, ich möchte jetzt gerne meine eigene Backup-Software R-Sync woanders hin sichern, das geht natürlich auch, weil es ist eigentlich erstmal ein ganz normales System. Ich kann das einrichten und kann da also auch ganz normal weiter synchronisieren. Benutzbarkeit, Usability, jetzt komfortabel wird, zwischen den virtuellen Maschinen Daten zu kopieren. Copy and Paste funktioniert nicht automatisch, es funktioniert innerhalb der VM, wie ich es gewöhnt bin. Also wenn ich STRG C, STRG V jetzt in meiner Personal-Umgebung her mache, funktioniert das, wie ich es kenne. Aber wenn ich jetzt die Maschine wechsle, also einen anderen Cube habe und möchte da reinpasten, funktioniert das nicht aus der ersten Maschine. Einfach aus Sicherheitsgründen wird kein globales Clipboard genutzt. Ich kann aber das globale Clipboard explizit mit dem Modifier Key Shift nutzen. Nochmal STRG C, Shift, STRG C, habe ich es ins globale Clipboard, Shift, STRG V und dann kann ich es in eine andere virtuelle Maschine wieder reinbringen. Ich habe direkt aus dem File Manager heraus auch die Möglichkeit, Dateien zwischen virtuellen Maschinen auszutauschen. Das ist das sind dahintergelegte Skripte, wo er mir sagt, okay, wo möchtest du das hinkopieren? Und dann landet es auf einer anderen virtuellen Maschine im Verzeichnis Cubes Incoming und darunter der Name der virtuellen Maschine, aus der es kam. Dann um noch das Beispiel mit dem PDF oder auch anderen Dokumenten, denen ich vielleicht nicht ganz vertraue, ein Word-Dokument oder ein Open-Office-Dokument, wo ich sage, ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwie ein Virus drin ist, dann kann ich auch recht einfach direkt aus der VM heraus sagen, starte mir das in einer Disposable VM, der startet die, kopiert die Datei rüber, öffnet mir das Programm, das passende dazu, zeigt es mir an. Und wenn ich es beende, sind die Daten wieder weg. Aus der virtuellen Maschine, das Original bleibt natürlich. Und die gleiche Technik wird verwendet, um PDFs, die ich gerne doch behalten möchte und nicht immer in virtuellen Maschinen starten, also in einer Disposable-Maschine starten möchte, zu konvertieren. Dann wird das PDF genommen, wird in eine virtuelle Maschine kopiert und aus diesem reinen Text werden eigentlich Hardcopies gemacht. Ich bekomme dann ein PDF zurück, was aber eigentlich nur aus Grafikbildern besteht. Ich kann also auch nicht mehr copy and pasten, aber ich kann mir sicher sein, da ist jetzt kein Programmcode mehr drin, der mir irgendwie nochmal Probleme bereitet. Das Ganze lässt sich auch über die Kommandozeile steuern, also es sind zwar alles Skripte, die jetzt im Window-Manager drin, im Dateimanager drin sind, aber es geht auch alles über die Kommandozeile. Wer sich da ein bisschen tiefer reinhacken möchte, was automatisieren möchte, das geht. Okay, Template VM Update mit einem Klick. Das finde ich eigentlich auch total praktisch. Ich habe hier oben so einen Hinweis, es sind Cube-Updates verfügbar. Ich kann den Updater launchen. Ich zeige es mal, der zeigt mir an. Okay, das sind meine Template VMs, die ich habe. Man kann sagen, okay, ein paar gehen nicht mehr, sind veraltet und für andere sind Updates verfügbar. Ich kann jetzt einfach sagen, Next, der startet und der startet im Hintergrund jetzt jedes Template VM nacheinander. Ruft das Update auf, beendet das und zeigt mir hier noch einen Log an, wenn ich möchte. Ich kann einfach weiterarbeiten, das stört mich nicht, nichts geht in dem Moment kaputt, meine Arbeit geht einfach weiter, das läuft im Hintergrund. Ich brauche genug Speicher, weil jetzt neben meinen ganzen Aktivitäten immer noch die Templates startet, aber eigentlich sehr angenehm. Die Updates sind natürlich erst dann aktiv, wenn ich meinen aktuellen Cube oder mit dem ich arbeite, geschlossen, einmal beendet habe und wieder neu starte, dann habe ich natürlich diese Updates auch verfügbar. Ja,
Ich habe mal ein paar Beispiele, die ich mal zeigen könnte, die ich mal zeigen möchte. Sagen wir mal, ich habe ein E-Mail. Der Rechner könnte ein bisschen schnellere SSD haben. So, jetzt kommen wir zu diesem E-Mail-Test-System. Das ist ein Beispiel, ich bekomme vielleicht mal irgendeine Mail und sage, ey, ich bekomme eine wichtige Nachricht. Ich meine, das ist jetzt zu offensichtlich, da wird nun wirklich keiner draufklicken. Aber nur um mal darzustellen, was denn passieren würde. Es ist auch direkt für Thunderbird, gibt es auch ein Plugin, was es sonst nicht gibt, Open in Display, Disposable VM. Ich sage, okay, vielleicht ist das Attachment ja doch interessant. Ich klicke da drauf und sage ihm, starte mir das in einer Disposable VM. Habe ich ihn jetzt in... Ja. Bisher hatten diese Domains, hier oben steht E-Mail, sprechende Namen und hier kommt halt Disposable und er zählt einfach hoch. Jetzt habe ich ihn auch gleich zweimal gestartet. Okay. Ja, in dem Fall war das Dokument, was hier kommt, zweimal. Doppelt hält besser. Einfach nur die Cubes-Architektur-Dokumentation, die da drin ist. Aber man weiß nicht, was kommt. Selbst das könnte ein Virus haben. Das ist alles kein... Das würde mich jetzt nicht mehr stören. Ich kann mir das in Ruhe angucken und sagen, ja, okay, ich habe es gelesen, ich schließe es wieder. Und die Disposable VM mit diesem Dokument verschwindet einfach wieder. Anderes Beispiel. Ich bekomme vielleicht hohen Geldeingang. Freut mich ja. Man ist natürlich ganz gespannt, was denn dahinter steckt. Und ich sollte hier aufs Kundenlogin gehen. Naja, klicke ich vielleicht auch nicht direkt drauf. Ich kopiere mir mal den Link. Kopiere den jetzt in das Cubes globale Clipboard. Ich kriege auch einen Hinweis dazu. Das habe ich gemacht. Und gehe mal in meine Banking-Domain und schau mal, was denn da passiert, wenn ich den da reinpaste. Das ist extra eine Domain, die ich mir gemacht habe für mein Online-Banking. Steuerung-Shift-V, Steuerung-V, da kommt es rein. Und es wird nicht viel passieren. Er wird gleich auf den Fehlercall laufen. Ich weiß nicht, ob man es schon sieht, aber wenn ich jetzt manuell mal eine aus meinen Bookmarks mir eine VM raussuche, dann funktioniert es. Wenn das Netzwerk mitspielt. Ja, aber man sieht, hier kommt was. Und hier sagt er mir Fehler beim Laden. Jetzt kann es sein, dass es die Domain gar nicht gibt. Ihr habt vielleicht gesehen, dass hier ein Schreibfehler drin ist mit einem M und hier mit zwei Ms. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, warum das jetzt nicht funktioniert, sondern ich habe in den Cube-Settings zu dieser Banking-VM habe ich die Firewall-Regeln genutzt und habe gesagt, was gibt es denn an Domains, die ich überhaupt haben möchte? Hier gibt es nur, diese Domains sind nur zugelassen. Bekomme ich jetzt andere Domains und öffne die hiermit, wird das einfach abgelehnt. Meine Firewall lässt das nicht zu, andere Domains als die, die ich explizit freigegeben habe, hier aufzurufen. Hier ist es ganz einfach, nur der Name. Ich kann es natürlich auch auf IP-Adressen machen. Es ist wirklich leicht, hier neue Regeln hinzuzufügen, auch auf verschiedene Protokollebenen. Reicht mir nicht unter Umständen, reicht es mir nicht aus. Ich kann immer noch wirklich IP-Tables, Firewall-Regeln auch in Skripten hinterlegen. Das ist nur wirklich ja, für die Anwendung halt recht leicht. Also das so leicht habe ich noch nicht gesehen, dass ich mir mal eben Firewall-Regeln hier dazufügen kann. Okay. Dann machen wir das. Das war E-Mail und Banking in einem. Ich fahre die mal wieder runter. Software ausprobieren.
Meine Lautsprecher sind jetzt aus, aber ihr hört mich trotzdem, denke ich, oder? Kommt mir zumindest vor, als wären sie aus. Download ist hier ein bisschen langsam. Ich wollte mal so eigentlich Ad-Hoc-Software runterladen. Ich wollte Ad-Hoc mal neue virtuelle Maschine anlegen. Es gibt hier direkt einen Button, Create Cubes VM. Ich kann dem einen Namen geben, das ist meine Test-VM. Ich kann dem die Farben geben, wie ich möchte. Ich kann sagen, okay, das ist rot. Ich kann sagen, auf welcher virtuellen was für ein Typ das ist. Das war der normale Typ mit einem Template. Ich kann auch ein Standalone machen. Das war das, wo ich nicht ein ganzes Betriebssystem komplett haben möchte. Ich kann sagen, was soll denn mein Template dafür sein? Standard Fedora 29. Standardmäßig wird auch vorgeschlagen, dass er die normale Firewall-VM fürs Netzwerk verwendet. Kann den anlegen und direkt starten und ich bekomme sofort eine neue virtuelle Maschine, mit der ich arbeiten kann. Ich habe auch gesagt, er soll erst die Settings aufrufen. Ich kann nochmal den Speicherbedarf angeben, Initial Memory und Maximal Memory. Vielleicht auch nochmal interessant, wenn es geht, wird auch einer virtuellen Maschine, die gestartet hat. Linux hat ja so den Eigenheit, das versucht immer, dich den ganzen Speicher zu schnappen, um Daten zu cachen. Weil je mehr ich von der Platte cache, desto schneller wird das System. Damit ist mein Speicher im Linux eigentlich immer voll. Wenn möglich, versucht er das aber wieder zu reduzieren, wenn ich eine neue VM starte, damit er genug Speicher hat. Das versucht also wirklich dynamisch. Klappt mehr oder weniger gut, muss man dazu sagen. Also manchmal kriegt man das nicht so ohne weiteres den ganzen Speicher weg. Hier kann ich also die Parameter angeben und Firewall-Regeln auch gleich sagen, ob bestimmte USB-Geräte weitergeleitet werden. Ich kann auch sagen, wie soll mein Startmenü aussehen? Das habt ihr hier mal gesehen. Das ist relativ kompakt, was unter E-Mails drin steckt. Aber ich kann das alles auswählen aus der Liste von erkannten Applikationen. Ich breche das mal hier ab, weil ich hatte mal gesagt, okay, Download hat zu lange gedauert, ich möchte mal irgendeine App ausprobieren. Bin dann hier, hab mal hier irgendein Spiel runtergeladen, und das finde ich jetzt, ich hätte es jetzt gerne live gemacht, wie gesagt, dauert zu lange, finde es in Downloads wieder. Okay, das ist ein App-Image, ich weiß, gut, App-Images muss ich einmal sagen, die sind ausführbar, schließ das, starte das. Ja, und eigentlich, wenn wir jetzt noch die Downloadzeit nehmen, wäre das alles gewesen, um so ein Programm starten zu können und wirklich sicher zu sein, egal was dieses Programm macht, es kommt mir jetzt echt nicht ins Gehege. Ich bin hier sicher, dass das Programm mich jetzt nicht stören würde und auch keine Daten von mir abgreifen kann. Finde ich auch extrem handlich, das so machen zu können. Und ich kann mir natürlich im Nachgang überlegen, ich lasse das einfach in der virtuellen Maschine drin oder ich habe es getestet, schmeiße es wieder weg oder übernehme es vielleicht doch dann direkt in meine normale virtuelle Maschine. Ja. Erstmal alles wieder zumachen. Der Rechner hat ein bisschen wenig Speicher, deshalb auch das geht. Man kann auch andere Betriebssysteme wie zum Beispiel ein Windows starten, wenn man möchte. Warum habe ich überhaupt ein Windows drauf? Ich hab einen Server, einen alten Server stehen von HP und die haben für ihr Integrated Slide Out leider nur eine Komponente, die auf ActiveX basiert. Und das kann ich vom Linux sonst ganz schlecht warten. Also brauche ich irgendeinen Internet Explorer, um ActiveX zu nutzen. Naja, und dann habe ich mir halt hier so eine Windows 7 Maschine da reingeklatscht. Ich kann mich jetzt auch anmelden, funktioniert ganz normal. Auch dem Ding habe ich jetzt gesagt, du darfst wirklich nur, es hat nur diesen einen Zweck, du darfst wirklich nur auf diesen Server, auf diese IP-Adresse zugreifen. Er kann also auch nicht nach Redmond nach Hause telefonieren und sagen, ich lebe hier noch als Windows 7. Er kann auch nicht angegriffen werden. Kein anderer kommt drauf. Das ist dahinter genattet, also da ist es mir auch egal, wie sicher und ob das Ding gepatcht ist oder nicht. Für den einen Zweck funktioniert das genauso gut, wie es ist. Jo.
fahre es auch gleich wieder runter. Ihr glaubt mir, dass es hier ein echtes Windows war, ne? Wer ja, Anonymität mit Hunix. Anon Hunix. Einen Tor-Browser starten. Startet zwar ein Tor-Browser, aber das eigentliche Tor. Ich klicke hier nochmal drauf, ihr habt das zwischendurch gesehen. Also man sieht hier so die virtuellen Maschinen, die gerade laufen. Die ganzen, die mit Sys beginnen. Das sind die Dinger, die systemtechnisch verwendet werden. Das war das, was ich vorhin erwähnt hatte, das USB-Gerät, das Netzwerk, die Firewall. Das sind alles systemnahe Dinge. Und hier noch Sys-Hunix. Das ist der eine Teil von diesem Hunix-System, was die Verbindung zum Tor-Netzwerk aufbaut. Ja, und eigentlich auch wie ein VPN funktioniert. Ja, und jetzt ist der andere Teil von dem Hunix gestartet, der jetzt auf das Tor-Netzwerk geht. Ja, und wenn ich jetzt hier eine Seite aufrufe, dauert es halt ein bisschen länger, wie man das vom Tor kennt, wie ihr das vielleicht vom Tor kennt. Ich weiß nicht, wie viele das nutzt, aber es ist ja, jetzt torifiziert. Es läuft in einer eigenen Maschine. Ich kann hier auch Daten ablegen, also wenn ich wirklich mehr anonym unterwegs sein möchte, auch mit, aber auch Dateien ablegen möchte, kann ich das machen. Ich habe jetzt einen schönen, wieder einen eigenen Cube, der ja, vielleicht für meine anonymen Aktivitäten ganz gut geeignet ist. Ja, aber es lädt. Es funktioniert. Durchs doppelte Netz. Die Bitte war, Pro Linux aufzurufen, ob das... bitte? Domain? De? Also, durchs Tor-Netzwerk durchgeht's. Ob dir jetzt ein Tor-Adressen habe ich mir jetzt nicht gespeichert. Okay. Okay. Mache ich auch wieder dicht. Shutdown. Ja, jetzt so meine Nutzungserfahrung. Fedora nutze ich. Dreimal habe ich ihn geschrieben. Inzwischen eigentlich fast nur noch zweimal. Man sieht es hier, ich habe zwei Fedora-Templates. Fedora 29 und Fedora 29 Plus. 29 ist wirklich das nackte Fedora mit seinen eigenen Repositories. Und das Plus, da habe ich halt noch andere Repositories dazugenommen, wo ich sage, okay, das ist jetzt für mich auch so die Unterteilung. Vielleicht möchte ich das Fedora Plus nicht an sensible Daten dran lassen, weil auch da weiß ich ja nicht, was unter Umständen drin ist. Man kann das wirklich ins Extrem treiben. Manche Leute nehmen dann wirklich fast für jede App, die sie installieren, wiederum ein eigenes Template. Dann habe ich natürlich wirklich viele Templates. Das ist dann ein bisschen mühsam. Mit dem Fedora nutze ich einmal so private VM, wo private Daten drinstecken. Untrusted nutze ich so einfach mal zum Surfen, wo man wild recherchiert, weiß, welche Ads irgendwo böse Sachen machen. Für Fotos nutze ich eine eigene VM. Eigentlich nicht, weil die Daten jetzt sensibler oder weniger sensibel sind als die privaten Daten, sondern weil mein Desktop-Rechner hat zwei Platten, eine SSD und eine drehende Scheibe. Und ich habe einfach so konfiguriert, dass der Datenbereich für meine Fotos auf der großen Festplatte liegen, weil das uns meine SSD zu schnell vom Datenvolumen her überfordern würde. Also auch dafür kann ich dann nochmal nutzen, die Daten woanders abzulegen. E-Mails habe ich auch getrennt. Ich denke, das ist so der primäre Einfallstor für Viren, auch wenn wir alle sehr sorgfältig damit umgehen. Naja, wie gesagt, man weiß nie, ob nicht doch eben ein Zero-Day lauert. Tja, dann sind meine E-Mails kompromittiert. Wenn da was passiert, ist schon ziemlich blöd, aber immerhin nicht all meine anderen Daten. Programmierung oder auch Entwicklung, Projekte auch mal gerne in eine eigene VM rein. Passwortmanager habe ich inzwischen sogar auch wieder in meinen privaten reingenommen, weil wenn ich dann in meiner privaten vor allem Seiten, denen ich vertraue, aufrufe, ist das A, handlich und B, wenn ein Passwortmanager, wenn ich mit Steuerung C mir ein Passwort kopiere, geht der Passwortmanager typischerweise hin und löscht dieses Passwort nach 2 Minuten wieder aus dem Zwischenspeicher. Das macht er natürlich nicht, wenn ich das über das Clipboard kopiere und wieder reinnehme.
Und wenn ich dann nicht dran denke, dass es da vielleicht noch ein Clip und dann, dass im Clipboard noch mein Passwort drin ist, paste ich das vielleicht mal woanders hin. Also man kommt dann zu schnell durcheinander damit und ich fand das in dem Moment tatsächlich sicherer, das in meine private VM reinzumachen. Aber ich kann es auch getrennt halten. Ja, digitale Währung kann man auch irgendwie seine Ethereum oder Bitcoins auch schön in eine eigene VM machen. Man ist da auch recht sicher, dass da einem auch kein anderer reinfunkt, keine anderen Programme, die vielleicht da dran wollen. Ist, glaube ich, auch eine gute Idee, das nochmal getrennt abzusichern. Andere Sachen, die ich mal genutzt hatte, war Debian, weil ich mich da auch besser mit auskannte als Basis. Hatte aber irgendwie gemerkt, die Integration ist nicht so gut, also oder nicht die mit Cubes, das wird nicht so gut supported, auch wenn es mit ausgeliefert wird. Hab dann gesagt, okay, Fedora tut's besser in dem Moment und bin auf Fedora umgestiegen. Windows hatte ich euch gezeigt, nutze ich. Disposable VMs, auch aus gesagten Gründen. Und Unix, also einmal das, was wir auch schon gerade hatten. Ja, Herausforderung. Ne? Ich finde, das klingt erstmal alles sehr gut. Aber USB-Memory-Sticks mal eben anschließen, ist irgendwie nicht ganz so tricky. Ja? Wenn ich jetzt einen Memory-Stick anbinde, dann sehe ich den, dass der in den USB reinkommt. Aber hier habe ich meine Geräte. Man sieht auch hier die Maus. Die könnte ich jetzt explizit einer VM zuweisen. Und ja, die Kamera könnte ich jetzt auch explizit einer VM zuweisen. Das geht relativ problemlos. Bei meinem Drucker wird er auch sofort erkannt. Ich kann hier einen Drucker dann einer VM zuordnen. Fedora erkennt das neue USB-Gerät und startet das. Ja. Wir müssen uns wirklich sehr beeilen, weil wir haben im Anschluss nicht direkt 3 Minuten. Tastaturen. Wer USB-Tastaturen hat, kommt das gleiche Problem. Es gibt gute Doku, wie man das eine USB-Tastatur anbinden kann. Besser ist eine PS2-Tastatur zu haben, wenn eure Mainboards das noch haben. Wobei gibt es echt wenige, aber man kann das machen. Aber theoretisch könnte man einer Tastatur nicht vertrauen. Netzwerk, es wird genattet. Wenn man also viel im Heimnetz rumspielt mit Servern, muss man wieder extra Klimmzüge machen. Also es ist dann nicht mehr ganz so trivial. Drucker-Scanner, sagte ich gerade, habe ich das Problem, wenn ich beim Drucker-Scanner das System im Schlafmodus versetze, wieder aufwache, erkennt er das oft nicht. Da muss man ein paar Klimmzüge machen, um irgendwie diesen Drucker wieder dran zu kriegen. YubiKey, ähnliche Problem, ich stecke den dran, der ist halt nicht einfach da, ich muss das Gerät irgendwie durchleiten. Das macht es nicht mehr ganz so komfortabel. SSD-Trim, ich weiß nicht, warum die es nicht automatisch eingebaut haben. Ich muss manuell für meinen SSD den Trim-Mechanismus einrichten. Ist mir ein Rätsel, warum das nicht im Standard ist, und dann gibt man ihm auch noch gleich 2 Möglichkeiten. Das ist was, wo der Komfort so ein bisschen flöten geht. Und ich merke immer wieder UI-Glitches mit LibreOffice, dass manchmal Teile des Fensters schwarz sind oder wenn ich hin und her schalte, dass der Fokus verloren geht, wenn ein anderes Fenster aufgeht. Das macht es manchmal unangenehm. Es ist manchmal nur noch ein extra Klick auf ein anderes Fenster und wieder zurück und man hat es wieder, aber schön ist es nicht. Und Cubes Major Release Updates sind auch so eine Sache, die nicht so prickelnd sind. Da wird immer empfohlen, alles zu backuppen. Wenn ich viel Daten habe, ist das wirklich sehr mühsam. Anforderungen, Intel, AMD, CPUs, Virtualisierung. Die Last auf die CPU ist echt gering, da hat man nicht viel Stress mit. Cube selbst sagt, ab 4 GB RAM würde ich echt nicht empfehlen. Der hat 8 GB RAM und ich muss schon mal gucken, dass ich Sachen schließe. Ab 12 GB RAM würde ich sagen, kann man damit arbeiten. Mehr hilft immer bei Cubes. Das ist so ein bisschen, RAM gibt es hier nicht genug. SSD sollte sein, weil der ja wirklich viel auf der Platte rödelt, viel startet. HD wird nicht funktionieren. Man kann Cubes auch ausprobieren als Multiboot-System, funktioniert auch ganz gut. Bedrohungen, die ich noch sehe, Meltdown-Spektre, Zombie-Load, also alles, was direkt über die Virtualisierung von CPUs eingreift, das kann uns echt ein Problem werden. Schwachstellen in Xen könnten ein Problem werden, aber ich glaube, das größte Problem sind wir immer noch selber, wenn wir unvorsichtig mit dem System umgehen, dann hilft auch uns alles nicht weiter, aber es unterstützt uns schon ganz gut. Die Zeit rennt, Alternativen, gibt es diverse, habt ihr euch vielleicht schon mal auch angeguckt. Ich kann natürlich direkt VirtualBox nutzen, aber mein drunterliegendes System ist nicht geschottet. Ich kann Tor-Browser nutzen, Unix, AppArmor, SE-Linux. Ich weiß, wenn ich wer es ausprobiert hat, ich fand es ziemlich umständlich.
sich damit abzusichern, von der Schiene Benutzerkonten zu machen, auch nicht prickelnd. Docker ist, glaube ich, auch keine so tolle Lösung. So, ich muss das jetzt hier leider abbrechen, weil der nächste Dozent steht schon da. Wir sind, Doku gibt es sehr gute, Links, Fragen, danke. Vielen Dank, ein Applaus an Alexander. Applaus